Charles-Élie Laprévotte, das muss man sich merken, denn da ist er, unser Neuzugang. Wir sagen ganz herzlich willkommen in Offenbach. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich. Das freut uns auch, dass wir hier eine Verstärkung bekommen. Erzähl uns ein bisschen, wo hast du das Fußballspielen gelernt? Das klingt alles so ein bisschen französisch, der Name. Kamen da auch die fußballerischen ersten Schritte? Ja, die ersten Schritte in Frankreich natürlich, Jugendbereiche und Männerbereich. Ein Jahr in Frankreich, in Straßburg, zweite Mannschaft. Und danach ging es nach Freiburg, Münster, zurück nach Freiburg und Magdeburg zuletzt. Die Franzosen waren ja früh dran mit den Jugendinternaten, gute Schule. Die Freiburger Schule kennt man auch. Das heißt, wir gehen mal davon aus, du kannst Fußball spielen. Und du hast ja alle Klassen schon gespielt, wenn ich das richtig weiß. Erste, zweite, dritte Liga und sogar auch in unserer Klasse. Ja, erste Liga war nur ein Spieler. Und ja, das stimmt. Also in Frankreich gibt es viele Talente, auf jeden Fall. Und ja, hier habe ich schon mal gespielt. Das war noch mit Freiburg, die zweite von Freiburg. Regionalliga Südwest, richtig. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte Zeit habe ich die Regionalliga nicht so verfolgt, aber ich weiß, dass die Südwest vielleicht die beste ist. Ja. Und wenn du sagst, du hast hier schon mal gespielt, wie war das? Kannst du dich noch irgendwie erinnern? Hast du hier gewonnen oder verloren? Und wie war die Stimmung, die Atmosphäre? Ja, die Stimmung gut. Ich kenne natürlich die Feinbäse hier. Ich glaube, wir haben entweder unentschieden oder verloren. Und ja, der Offenbar war immer eine spitze Mannschaft und vielleicht habt ihr die Aufstieg für ein oder zwei Punkte nicht mehr geschafft, aber ja. Jetzt haben wir gesehen, du bist ein Mittelfeldspieler. Mittelfeld ist ja ein dehnbarer Begriff. Schon irgendwo zentral, da mehr vorne oder mehr hinten? Wo werden wir dich sehen? Ja, zentral auf jeden Fall. Und ja, ich bin keine Hühne da, die vor die Abwehr bleibt und nur alle Bälle, so Köpfe oder so. Ja, ich mag natürlich den Ball am Fuß haben, Kombinationen machen und ja, also halt achte. Nicht richtig so defensiv, aber auch nicht so richtig offensiv. Ja, als Achter, ja, würde ich sagen. Okay. Jetzt hast du dich ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen mit Kickers Offenbach beschäftigt. Was weißt du vom OFC und ja, warum bist du gekommen? Ja, der Verein ist ambitioniert, das weiß jeder. Ich glaube, wir spielen bis jetzt, also ich sage wir, eine gute Saison. Natürlich gibt es viele Mannschaften dieses Jahr in die Regionalliga Südwest. Und es wird bis zum Schluss spannend, denke ich mal, auch im Aufstieg oder für Abstieg. Und ja, ich freue mich einfach, viele Spiele hier zu machen mit den Jungs. Ich habe schon mit der Mannschaft trainiert. Es gibt auf jeden Fall richtig viele Qualität und Potenzial. Ja. Ja, das heißt, du hast schon mit den Jungs trainiert, da kennst du ja schon so ein bisschen die Mannschaft. Was hast du denn so für einen Eindruck bekommen und kennst du vielleicht schon den einen oder anderen Spieler? Nein, persönlich nicht, aber ich kenne Matthias Fetscher, weil der hat in Halle gespielt und ich in Magdeburg, das war so die Rivalen. Und ja, sonst kenne ich persönlich keine Spieler, aber ich habe einen guten Eindruck gehabt und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Wir freuen uns auch. Jetzt musst du wahrscheinlich auch umziehen, ne? Hast einen Umzug vor dir, dann musst du hier Richtung Offenbach kommen. Ja, ich habe heute gegen 17 Uhr einen Besichtigungstermin schon und mal schauen. Ich bin gespannt, ja. Dann wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg hier in Offenbach. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Dankeschön.